Recht herzlich willkommen zur 138. Folge von Avorion. Ja, da drüben sind die Gegner. Wir haben zwei Dinge zu tun. Wir brauchen einmal eine Bremse und das zweite Mal Schutz, also ein Schild. Das wollten wir wohl bearbeiten. Wir haben jetzt hier hoffentlich einen Verwüster, der da hinten steht und nichts tut. Das ist schon mal gut. Wir haben da oben noch Titan und da unten auch noch. Ich glaube, wir sollten mal gerade das Titan für unser Schutzschild abbauen. Dafür sollten wir aber vielleicht die falsche Waffe aufmachen. Ah, das geht. Wir sind in der Ferne gut. 1700 bei dem, den wir letztes Mal hatten, da waren 15.000 drin, also das ist zehnfacher. Gucken wir zu, dass wir den mal gerade abbauen noch. So, der ist weg. Und da unten ist noch einer mit Titan, den sollen wir vielleicht auch mal mitnehmen. Reichweite ist gut. Das ist auch erledigt. Ändert sich da was? Kommen die näher? Das ging gerade nur ein hoch sogar. Die sind also stationär da eingestellt. Wollen wir uns jetzt keine Gedanken drum machen, glaube ich. Gucken, ob wir, da oben ist nochmal Titan. Das nehmen wir auch noch gerade mit. Wir schon so. Ne, ich glaube, da ist die Reihweite dann noch nicht groß genug für. Oh, er kommt näher da unten, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen uns beeilen und überlegen, dass wir wegkommen. Okay. Also die Kanone zum Abbauen ist schon nicht schlecht. Die macht ihre Arbeit ganz ordentlich mit 1000, ne? So, und dann müssen wir gucken, dass wir hier wegkommen, weil ich glaube, die mögen uns nicht. Kurz einmal auf die Karte geguckt. Ah, da können wir nirgendwo hinspringen. Vielleicht sollten wir schauen, dass wir hier mal hinkommen. Koordinaten eingegeben. Die sind in die Richtung. Und wir können auch schon springen. Sollten wir das tun. Okay, dann sind wir da weg auf jeden Fall. Und hier sieht es ja ganz nett schon mal aus. Lass uns mal gerade die Liste angucken. Energieröhrenfabrik, Munitionsfabrik, Nano-Bot-Fabrik, Raumjägerfabrik, Handelsposten, Fregatten. Drei Tore. Okay, die Tore gehen dahin, dahin und dahin. Interessant wäre, nach dahin vielleicht zu springen. Obwohl der Kern ist nach oben, also ja, vom besseren Material her wäre es sicherlich sinniger, nach Norden zu springen und da weiter zu gucken. Aber hier sind auch ganz viele kleine Planeten, ne? Aber erstmal sollten wir jetzt hier schauen, dass wir, was haben wir denn an Material? 6, ah, Nanonit ist sogar das meiste. Da ist noch ein mittlerer drin, der kein R ist. Und das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich eher ein R haben, ne? Geschützkontrollsystem. Hier sehen wir leider das Bergbausystem nicht. Aufladen. Wir haben noch einen Platz. Nee. Da brauchen wir Rechenleistung. Haben wir bei Naonit nicht Rechenleistung? Da gab es doch sowas, oder?
Na. Da ist es noch nicht. Oder gab es die Rechenleistung erst in höheren Sphären? Schildgenerator, Basiskante. Kann mir auch vertun, dass es Solarpanel, noch nicht Licht. Und da sind ja schon Tantenecken. Ne, dann war das wahrscheinlich schon irgendwo anders. Vielleicht bei dem blauen, ne? Energiecontainer, Schildgenerator. Das ist ein Dock. Generator, Computerkern, da ist er, okay. Das heißt, da müsste man dann in einen weiteren Bereich kommen, wo es Trinium gibt. Okay. Sollten wir vielleicht drüber nachdenken, die Richtung einzuschlagen, damit wir Trinium kriegen, weil das ist ja dann doch auch ganz wichtig, um da Dinge einzubauen, die von größerer Bedeutung sind. Ne? Jetzt gehen wir erstmal ganz schnell zum Bremsen erstmal hin. Korrekturdüsen, ne. Trägheitsdämpfer, das sind unsere Geräte, die wir brauchen. Und dann nehmen wir gerade erst das Naonit als Gestell. Für die Trägheitsdämpfer dann doch hier vorne hin machen wollen. Denn hier auch? Nein, ne? Wir können da ja ein bisschen aus der Mitte rausgehen. So, das haben wir dann. Dann gehen wir an die Trägheitsdämpfer ran, die ganz oben waren. Wie groß bauen wir die? Steuerung C. Steuerung V war das. Dann den Trägheitsdämpfer auswählen und so dahin machen. So, das ist natürlich viel zu dick. Dann machen wir das mal dünn, dann kriegen wir mal zweier davon hin, ne? Spiegeln wir mal gerade, wenn wir schon dabei sind. Das sieht doch ganz nett aus. Jetzt haben wir diese beiden Flächen noch frei, die wir allerdings kleiner machen müssen, weil wir nicht so viel Dingens haben. So. Jetzt gehen wir mal einmal aus dem Baumodus raus, fliegen mal einmal vor und gucken, wann er denn... Oh, doch, ist schon was geworden. Also das hat schon was gebracht. Allerdings müssen wir sagen, wenn wir jetzt noch die Panzerung dran machen, ne? Dann wird das nicht so einfach werden. Gepanzerte Kante. Gepanzerte Kante, gepanzerte Hülle. Ist die Frage, wie wir das machen. Nee, das war gerade falsch rum. So ist richtig rum. Das möchte ich, nee. Dann noch rollen. So möchte ich das hier haben. Dicker, nee, erstmal höher. Noch höher, so ist gut. Das ganze Ding dann breiter. So. Aber das ganze Werk ist ja jetzt hier in Eisen, das wollen wir natürlich in Titan haben.
Obwohl wir auch Naonit nehmen könnten, das ja vielleicht besser ist. Aber gibt's Naonit überhaupt als... Nee. Naonit gibt's nicht als, sag schon, Panzerung. Das ist eine Steinkante. Leuchtkante, Solarpanel. Ne, gibt's nicht. Das ist Titan, was wir brauchen. Panzerte Ecke. Dann wohl noch ein weiter. Titankante, Titanecke. Titanpanzerung, da ist er. Aber ich brauche das so schwer. Ja, da ist es. Die wollte ich haben. Ach, wir hätten jetzt mal gerade, machen wir nochmal weg, das Ding. Den Spiegel wieder anmachen sollen, weil dann kriegen wir das ja wahrscheinlich auch dahin, oder? Ja. Das ist doch okay so. Gepanzerte Kante. So. Oh, das war jetzt nicht, obwohl, doch, das kann man so lassen, dann kann man da noch einen Anbau machen. Das gefällt mir eigentlich. Jo, okay, lassen wir so. Aber man hätte natürlich das mal gerade ein bisschen dicker machen können, ne? Oder? Auf der anderen Seite, wir haben nicht so ganz so viele Rohstoffe. Da müssen wir noch dran arbeiten, nämlich. So. Dann nehmen wir den, kopieren den gerade. Wählen das Gerüst aus, haben wir. Machen auf jeden Fall da was dran. Und holen hier das Gerüst raus. So weit brauchen wir es gar nicht. Ich glaube, so ist schon okay dann. Dann da mittig hin. Und dann können wir davor was machen. Titan. Das sind alle schräge Ecken, die ich nicht brauche. Schräge gepanzerte Ecke. Wie funktioniert die denn? Aha, ich glaube, das ist das, was ich brauche. Nur etwas gedreht. Ja, das ist jetzt vielleicht das, was ich haben möchte. So sieht es schon aus. Nur höher. Vielleicht noch ein bisschen dicker, ne? So. Geht das noch? Geht noch breiter. Ne, so überlappt, so fällt es mir nicht. So ist schon okay dann. So. Ja, das ist das, was mir jetzt erstmal zusagt. Obwohl diese vier Platten, ne, die hätte ich schon noch ein bisschen anders gehabt, gerne. Erstmal Steuerung C und V. Dann habe ich sie wieder ausgewählt. Und dann machen wir sie mal weg. So, und jetzt nochmal das Ganze dahin, aber allerdings in einer Richtung ein bisschen gezogen. Ja, das war schon richtig. Oh, das wird dann teuer. 2,5. Das reicht dann nicht. Aber
So machen wir es erstmal. Und das war natürlich gerade ein bisschen in der Höhe vertauscht. Okay, das heißt, der wird wahrscheinlich richtig sein und der wird falsch sein. So. Jetzt haben wir unser Schiff ein klein bisschen mehr geschützt. Also von links und von rechts und von vorne. Hinten war ja sowieso schon einigermaßen. Allerdings gehen uns die Rohstoffe gerade aus. Das bedeutet, der Rest müssen wir später machen. Wir müssen erst wieder sammeln gehen. Gut, jetzt können wir aber noch mal kurz schauen, was der Trigger-Stamper jetzt sagt. Allerdings brauchen wir noch Engineers, beziehungsweise haben wir überhaupt welche mit noch? Nee. Da müssen wir andocken und noch welche einkaufen. Gut, nächste Station. Wo war das? Mit Durchblättern. F war es nicht. War es V? Nein. War es N? Nein. G, G. Ist G nicht? Nee. Tab geht auf jeden Fall, aber es gab einen. G geht jetzt nur auf mich, oder was? Die nächste Station durchblättern. Haben wir doch mal gehabt schon. Das war die Karte. Haben sie was geändert? Schiff drehen, ist klar. Oh, jetzt habe ich die Drohne rausgenommen. Das war nicht so gut. Also war schon gut, aber... Schiff wieder betreten, das macht ja keinen Sinn. Ja, eigentlich konnte ich mich entsinnen, dass man durchblättern konnte, aber nicht Asteroiden durchblättern, sondern insgesamt durchblättern. Und das, meine ich, war damals mit G. Geht wohl nicht mehr. Oh, warte mal, da war ein Container. Also ein Versteck, oder? Ah ne, das ist hier das ganze Gitternetz mit dem Container. Okay, das wäre jetzt nicht so sinnig, da was zu tun. Fliegen wir dann halt da einfach mal mit händisch hin. So, Nanobot-Fabrik. Was haben wir hier oben eigentlich? Das sieht doch an der Raumjägerfabrik. Naja, die sollte uns jetzt nicht so interessieren, weil wir noch keine Docks haben. So. Näher an die Station, aber der Trägheitsdämpfer funktioniert zwar, aber doch noch nicht so dolle, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommen ein paar Docks vorbei. Ja, die Trägheitsdämpfer müssen wohl noch mehr werden, ne? So, dann sind wir dran, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir Personal bekommen. Crew erneuern. Was haben sie denn hier? Unteroffiziere. Okay, wir bräuchten keine Kanonier. Bergmann auch nicht. Security auch nicht. Sondern Angriffstruppen auch nicht. Ja, wir bräuchten definitiv halt hier welche. Wenn wir schon Unteroffizier haben, dann können wir wahrscheinlich da auch gleich einen mitnehmen. Weil es könnte sein... Ja, jetzt kriegen wir natürlich nicht... die, sondern nur die. Zum Glück geht das jetzt auch ineinander. Ich glaube, früher war das mal anders, ne?
So, jetzt gehen wir in die Personen rein. Da heuern erstmal den an. Ach, das ist ein Leutnant und kein Unteroffizier. Okay. Den hätten wir dann auch nicht gebraucht. Naja. Dem ist dann so. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Schiff wieder im Lot erstmal. Wir haben noch 4 Leute dabei, die über sind. Ja, jetzt haben wir einen Leutnant im Schiff drin. Okay, ich lasse das erstmal so. Der Rest passt ja erstmal. Und was haben wir hier noch an Geschichten am schwarzen Brett? Wahrscheinlich nichts. Nein, ist nicht. Und dann Nanobots. Fliegen wir erstmal weg von dieser Station wieder. Wie viel Eisen haben wir denn dabei? Nur noch 155, okay. Das bringt uns dann nicht mehr ganz so viel. Das war die Jägerfabrik. Da hinten haben wir ein Tor. Ost, Nordost. Süd, Südost. Und ein Tor fehlt mir noch. Das ist da. Nordwesttor. Wäre Ost-Nordost wäre vielleicht das, was ich am liebsten möchte. Wo ist es? Ich glaube, das da, ne? Ost-Nordost. Fliegen wir zu dem Tor hin, in diese Richtung, aber das Ganze werden wir in der nächsten Runde erledigen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr ein Video mitbekommt, das ich knapp vorbei, dass ich dann hochgeladen habe, dass ihr das eine Info darüber kriegt und Kommentare, herzlich willkommen. Schreibt rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und ja, dann schauen wir mal weiter, ne? Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!